Hallo, willkommen zu einem neuen Video und willkommen auch zu einem neuen Lesevlog. Heute ist der 5. August 2020 und am 5. August 2019 habe ich das erste Mal einen Teil für einen Lesevlog aufgenommen, weil ich dachte, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt habe ich mal frei. Ich nutze diese Zeit und es ist ein herrlicher Zufall, dass ich heute genau ein Jahr später wieder einen Vlog-Teil aufnehmen kann. Das ist auch wirklich zufällig, weil heute ist so ein komplett freier Tag, an dem ich sonst gar nichts vorhabe, also weder irgendwelche anderen Treffen noch irgendwelche speziellen Vorhaben hatte, sondern das war für mich so der Tag, ich entspanne, ich mache ein bisschen Haushalt und ich mache die Dinge, die ich sonst auch an meinen freien Tagen mache. Das heißt in meinem Fall, dass ich mich schon mit Russisch beschäftigt habe und nachher noch Inlineskaten gehe. Ich glaube, ihr kennt das mittlerweile aus meinen Vlogs. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht, aber es gibt ja so gewisse Routinen, über die ist man als Mensch sehr dankbar und für seine Hobbys, die man routiniert und häufiger angeht, hat man ja auch doch immer ein bisschen mehr übrig. Ich freue mich gerade darüber, dass mein Urlaub so unfassbar schön ist. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich entspanne genügend. Ich treffe alle möglichen FreundInnen, die ich treffen wollte. Und ich hatte mir ein paar wenige Sachen vorgenommen, die ich unbedingt machen wollte im Urlaub. Also ich wollte zum Beispiel ins Kino gehen, das habe ich gemacht. Ich habe mir einen jüdischen Horrorfilm angeguckt, The Vigil. Nicht der schlechteste Horrorfilm, aber auch jetzt keiner, bei dem ich sagen müsste, hätte man unbedingt im Kino sehen müssen. Aber es war sehr unterhaltsam und es war schön, mal andere Kulturen und deren Besessenheitstheorien oder Geistertheorien so ein bisschen zu folgen. Und ich wollte unbedingt in ein Museum gehen und da hat es das Computerspielemuseum in Berlin getroffen. Das ist an der Weberwiese, so ein unglaublich toller Ort, den ich sehr liebe. Ich kenne die Dauerausstellung dort vor Ort sehr gut, weil ich schon häufiger in dem Museum war. Für mich war dann ein bisschen interessanter, wieder mal was spielen zu können. Aktuell ist zum Beispiel so ein Heimspielplatz errichtet worden. Also man hat so mehrere Zimmer eingerichtet und dann mit einer jeweiligen älteren Konsole und einem älteren Spiel dazu. Genauso hatten sie gerade eine Ausstellung zu Essen in Videospielen und das hat so einen Spaß gemacht, da durch die Spiele so ein bisschen durchzugehen, auch ein bisschen was dazu zu lesen. Und dann fällt einem erstmal auf, in wie vielen Spielen, die man selber spielt, so Essen und Essenszubereitung was Wichtiges ist oder zumindest ein kleiner Teil davon ist. Außerdem war ich auch schon in der letzten Woche in einem Laden, in den ich unbedingt mal gehen wollte, nämlich den Otaku Store in der Residenzstraße oben in Reinickendorf. Ich wollte da unbedingt hin, weil ich wusste, da gibt es halt auch jede Menge Manga, wahrscheinlich auch mehr als meine Arbeitsstelle anbietet, vor allem eben auch ab 18 Manga und ähnliches, was wir natürlich nicht ganz so frei verkäuflich haben. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, da zu stöbern. Ich hatte auch den gesamten Laden für mich alleine. Der ist tatsächlich an so einer super unauffälligen Ecke dort, dass man ihn gar nicht so richtig wahrnimmt, zumal auch viele der Plakate, die dort an den Fenstern hängen, schon sehr verblichen sind und dadurch sieht es im ersten Moment gar nicht so aus, als hätte der Laden auf. Also ich war auch erstmal so kurz verwirrt und dann hat es erstmal auch ein Mühe gedauert, bis ich mich reingetraut habe, weil wenn man irgendwie so der einzige Mensch in einem Laden ist, dann fühlt man sich irgendwie schnell beobachtet, aber der Verkäufer hat, ich glaube, sich überhaupt nicht um mich gekümmert, der hat da Sachen verräumt, also es war relativ egal und ich habe mir einfach zwei verschiedene Manga mitgenommen und den einen, den habe ich jetzt gerade gestern im Park ganz gemütlich gelesen und zwar ist das Magical Girl Side Sept. Ich hätte dazu tatsächlich mal die Originalserie lesen sollen. Es gibt nämlich eine, die heißt Magical Girl Side und das Sept-Spin-Off sind einfach nur zwei Bände. Und da hätte ich mir theoretisch auch den zweiten direkt kaufen können, wenn ich es denn gewusst hätte. Ihr seht, ich bin, was Manga-Reihen angeht, jetzt noch überhaupt kein Experte, absolut null. Deswegen bin ich aber auch nicht undankbar. Ich habe den gestern sehr gern gelesen. Es ist eine etwas düsterere, härtere und so leicht fantastische Thematik. Es geht nämlich um junge Frauen und deren ja tragisch-traumatische Erlebnisse und wie sie sich dann dagegen wehren können. Denn den Mädchen wird dann, also wenn sie irgendwie ein bestimmtes Leiden haben oder eine bestimmte Person haben, die ihnen zusetzt, erscheint plötzlich auf ihren Laptops oder PCs eine Seite, nämlich die Magical Girl Side. Und dort ist eine mysteriöse Figur und eine mysteriöse Stimme, die ihnen sagt, ich gebe dir eine Waffe, mit der du dich wehren kannst. Und diese Waffe ist was ziemlich Schlimmes und Brutales. Und wir sehen auch die Auswirkungen dieser Waffe in diesem Manga. Also ich verstehe, warum der ab 18 ist. Und eine der Figuren, das junge blonde Mädchen, was wir hier haben, ist eben auch Missbrauchsopfer. Also man muss sich auch darauf einstellen, dass da ein bisschen speziellere und pikantere Szenen auf einen warten, aber ich fand es insgesamt sehr gut gelöst. Ich war noch nicht so ganz überzeugt von diesem Magiesystem, also wann schaltet sich diese Magical Girl Side denn ein, denn wie wir dann später im Manga erfahren, geht dieser Missbrauch an der jungen Frau schon relativ lang und ich denke mir so, oh Gott, muss ich jetzt 3 Monate vergewaltigt werden, bevor mir jemand hilft? Ja, dankeschön. Das war so ein bisschen kritisch, aber ich werde das einfach noch weiter verfolgen und bin gespannt, wie der zweite Teil dann so ist. Ich hatte ja außerdem in meinem letzten Vlog erzählt, dass ich mit zwei Kollegen auf Arbeit einen Buchclub gegründet habe, wo wir mehr grafisches lesen wollen und wir haben uns jetzt auch für eine erste Reihe, Manga-Reihe entschieden, die wir lesen wollen und das ist Cells at Work. Davon gibt es auch mittlerweile schon ein Spin-off, das heißt Cells at Work Black. Da
Da geht es, glaube ich, um so ein bisschen skurrilere und witzigere Themen. Ich weiß noch, als ich das Cover das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hä, geht es um rote und weiße Blutkörperchen im Körper, die einfach Manga-Figuren sind? Und genau das ist es. Es gibt so eine kleine Innensicht des Körpers und ja, wie der Körper eigentlich funktioniert. Also ich finde sowohl diese medizinische Seite als auch diese niedliche Art und Weise dieser Manga-Figuren total skurril. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass meine Kollegen ja gesagt haben, genau zu dieser Manga-Reihe. Wir werden jetzt den ersten Band erstmal antesten, weil es ja auch keinen Sinn ergibt. Wir kaufen uns irgendwie 5 Bände und dann gefällt uns schon der erste nicht. Deswegen testen wir Nummer 1 an und entscheiden dann gemeinsam, ob wir das weiterlesen und werden dann wahrscheinlich uns auch online erstmal so ein bisschen darüber austauschen, wie es uns gefallen hat. Und ich freue mich da einfach unglaublich drauf, auch wenn es da vermehrt um Mangas und Comics gehen wird. Aber das ist für mich halt auch eine Sphäre, die ich gerne wieder mehr entdecken würde. Deswegen Dankbarkeit. Und das erste Buch oder der erste Roman, den ich jetzt im August beendet habe, das Buch habe ich natürlich auch im Juli schon begonnen. Das war von Raffaela Edelbauer, Das flüssige Land. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach so entsetzt darüber, was ich für schlechte Bücher im letzten Jahr vom Deutschen Buchpreis gelesen habe. Unter anderem war das ja Jackie Thomas Brüder, was mir zugelost wurde. Und dann habe ich noch Kintsugi von Miko Sophie Kümmel gelesen. Und ich war nach dem letzten Deutschen Buchpreis einfach nur genervt davon. Ich war von deutscher Gegenwartsliteratur nur noch angeödet und angewidert. Und Raffaela Edelbauer hat mein Vertrauen in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur so ein bisschen zurückgeholt. Also ich bin absolut dankbar, dieses Buch jetzt doch noch gelesen zu haben, weil ich es im letzten Jahr einfach nicht mehr geschafft habe. Ich möchte darüber natürlich gerne noch in einer Einzelrezension etwas genauer sprechen. Ich sag nur so viel, es ist der Autorin definitiv gelungen, mich von ihrer Sprache zu überzeugen, von ihrer Geschichte zu überzeugen. Es gibt immer so ein paar kleine Mankos, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt nicht ganz zu meinem Gefallen geschehen, was da jetzt beschrieben wurde. Insgesamt ein sehr gutes Buch, das ich auch empfehlen möchte und zu dem ihr wahrscheinlich die Rezension seht, bevor ich diesen Vlog geschnitten habe. Hello! Ey Leute, es ist eigentlich zu warm, um ein Video zu drehen, oder? Es ist einfach nicht mehr aushaltbar. Sobald die Temperaturen irgendwie über 30 Grad schießen, bin auch ich nur noch bedingt lebensfähig. Nein, natürlich läuft noch alles so nach seinen geregelten Bahnen. Ich habe heute einen freien Tag, es ist der 13. August. Eigentlich verbringe ich meine freien Tage mit Inlineskaten und Russisch lernen. Das steht bei mir heute aber beides nicht auf dem Programm. Ich habe allerdings schon einen Videodreh hinter mir, da im August das BookTube Sommercamp ansteht oder anstand, wenn ihr dieses Video hier seht. Ich habe mein Video zu 3 schmalen Klassikerlektüren für den Sommer gedreht und hatte da wieder sehr viel Freude beim Dreh, weil ich das Gefühl habe, verdammt viel, du hast schon wieder nur über Nord- und Osteuropa geredet. Langsam fällt das auf, dass du da einen gewissen Faible hast. Ja, was soll man machen? Mein Urlaub ist ja leider schon vorbei. Ich war auch schon wieder 3 Tage arbeiten, also es ist eigentlich recht entspannt. Es kommen gar nicht so extrem viele Kundinnen aktuell zu uns, aber doch so viele, dass man genug zu tun hat und auch so viele, dass ich wieder relativ normal arbeiten bin. Also meine 4 Arbeitstage pro Woche sind mittlerweile wieder ganz normal und ganz der Standard, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil ich das Gefühl habe, sobald man irgendwie so einen geregelten Alltag durch Arbeit hat, kann ich meine Freizeit so viel besser planen. Wenn ich einfach nur massig Freizeit habe, dann fühle ich mich ganz schnell irgendwie überfordert und dann fehlt mir die Struktur, weil ich sie mir selber noch nicht so perfekt einteilen kann, so eine Tagesstruktur. Aber ich genieße meine freien Tage einfach umso mehr, wenn ich weiß, ich habe auch mein Tagewerk geleistet, etwas für die Gesellschaft getan, etwas getan, damit ich Geld verdienen kann. Also es hat sich einfach sehr gut angefühlt. Und ich war auch die letzten 3 Tage sehr viel Radfahren, weil ich mir vorgenommen habe, solange das Wetter gut ist, möchte ich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurückfahren. Und das ermöglicht mir auch 1 Stunde Radfahren am Tag. Macht also auch ganz viel fürs Sportgefühl aktuell. Ich wollte euch noch davon erzählen, dass ich in meiner letzten Urlaubswoche in einem Buchladen war, den ich noch gar nicht kannte. Und das ist im Bergmann-Kiez gelegen, das Otherland. Das ist eine spezielle Buchhandlung, die sich auf Fantasy, Science-Fiction, Horror und Comics eingeschossen hat. Und es ist eine der schönsten Buchhandlungen, in denen ich jemals war. Die hat von außen schon überzeugt. Da waren illustre Schilder angebracht, auf denen nur stand Nerds Need Space. Und es war einfach so herrlich, da so ein bisschen stöbern zu können. Ich glaube, am meisten begeistert hat mich deren Lovecraft-Sammlung vor Ort. Sie haben vor allem eine großartige Zweiteilung in ersten deutscher Bereich und dann ein kompletter englischsprachiger Bereich. Also man wird dann einfach fündig, egal welche Art von fantastischer Literatur man gerne mag. Egal, ob das in Richtung Science-Fiction, Horror,
Zukunftsgeschichten, Dystopien geht, auch aus allen Landkreisen, aus allem, was so in der Welt gerade bekannt ist. Also da war auch, was russische und chinesische Science-Fiction anging, einfach gefühlt alles vorhanden. Und ich habe mir relativ spontan auch ein Buch gekauft, und zwar Everyone on the Moon is Essential Personal von Julian K. Jarbo. Und hierbei handelt es sich um eine Short Story Collection mit 16 Geschichten, geschrieben von einem Autor, der selber transgender ist und der Zukunftsperspektiven zeichnet, in denen die Menschen vor allem über ihr Menschsein hinausgehen. Also es gibt durchaus Geschichten mit griechischen Gottheiten und wie die in der Moderne leben. Es geht um queere Perspektiven in der Zukunft, also wie leben Menschen ihre Liebe und ihre Sexualität aus, wenn sie selber transgender sind, wenn sie queer sind, in irgendeiner Art und Weise eben nicht heterosexuell oder heteronormativen Größen entsprechen. Das ist einfach so großartig zu lesen, da so viel Diversität in den Geschichten zu haben. Es geht auch um nicht weiße Menschen und wie die auf den verschiedenen Kontinenten, Landteilen leben, die eben in den Zukunftsperspektiven dieses Autors existieren. Also für mich ist das eine unglaublich tolle Sammlung. Die Hauptgeschichte ist auch eine der längsten und die habe ich jetzt noch vor mir und ich freue mich richtig aufs Entdecken, weil mir die bisherigen Geschichten schon sehr gut gefallen haben. Ich denke, in meinem Lesemonat werdet ihr mich noch etwas mehr schwärmen hören. Außerdem habe ich mit meinem auf Arbeit gegründeten Buchclub Sales at Work unsere erste Manga-Reihe angefangen. Hier folgt man roten und weißen Blutzellen und allen möglichen anderen Zellen im Körper dabei, wie sie ihre Arbeit verrichten. Und hier folgt man auch in den anderen Bänden mehr oder weniger so verschiedenen Phänomenen. Also das Erste, was auftaucht, sind angreifende Pneumokokken. Die werden halt so als die Endgegner dargestellt und dann kommen halt zum Beispiel weiße Blutzellen vorbei und schlachten die ab. Es ist schon ein ziemlich brutaler Manga am Anfang. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und das rote Blutplättchen ist eins, das so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend geistert. Das weiß manchmal nicht, wo es so richtig hin soll, wo es seine Pakete mit CO2 oder O2 hinbringen soll. Und das macht einfach so viel Spaß. Der Manga hat auch ganz bewusst das Ziel, uns ein bisschen zu bilden. Also es werden ganz oft so kleine Infotexte eingefügt, was das für Zellen sind, wofür die da sind. Und das machte großen Spaß. Ich glaube, mein Highlight des Bandes ist das letzte Kapitel. Da geht es nämlich darum, wie mit einer Schürfwunde umgegangen wird. Und dann tauchen die sogenannten Blutplättchen auf. Und die werden kennzeichnet durch so kleine Kinder, die aussehen wie so kleine Bauarbeiter. Und das ist einfach so niedlich gemacht, dass man die ganze Zeit so da sitzt und sich denkt, oh Mann, seid ihr süß. Das Witzige ist, auch die erwachsener erscheinenderen Zellen, Figuren, wie auch immer, finden auch diese Blutplättchen total niedlich und können sich da so einem Oh-Moment gar nicht entziehen. Es ist einfach so herrlich. Mit den beiden Kollegen aus dem Buchclub werde ich mich darüber noch ein bisschen kurz schließen, ob wir die Reihe weiterlesen wollen oder ob wir vielleicht auch zu was anderem übergehen. Auf jeden Fall hat uns allen der Humor ganz gut gefallen und auch die Umsetzung ist ganz witzig. Es kann sein, dass einen einfach eine ziemliche Informationsflut hier an medizinischen Begriffen auch trifft und es gibt halt keinen richtigen roten Faden durch diese Bände. Es werden einfach verschiedene Krankheitsphänomene aufgebracht und wie der Körper damit umgeht, wie die Zellen darauf reagieren, wie das gesteuert wird. Ich finde das super interessant, aber wenn man eben irgendwie einen roten Faden oder eine fortschreitende Handlung braucht, ist das manchmal ein bisschen schwierig, da am Ball zu bleiben. Gestern begonnen habe ich noch von Bernd Brunner Die Erfindung des Nordens, Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung. Und ich hatte ja in meinem Sambookish Facts Tag so ein bisschen meine Bedenken geäußert, dass ich Angst habe, dass sich das Buch mehr oder weniger so auf das Zentralskandinavische Festland bezieht, aber nein, er bezieht wirklich den gesamten Norden mit ein, also auch nicht nur das, was wir als Skandinavien kennen, sondern auch was so Schottland, Großbritannien angeht, wie der Norden überhaupt wahrgenommen wird, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Und ein spannender Teil, der mich hier gerade sehr begeistert hat, war, als es um die Literatur aus dem Mittelalter geht, also um die Snorra-Edda zum Beispiel und um die Isländer-Saga-Texte und wie diese im Endeffekt auch auf die deutschsprachige Literatur zum Beispiel gewirkt haben, wie dann auch im 18. Jahrhundert der Ossian von James Macpherson erfunden wurde und wie aber auch die deutsche Dichtung darauf so richtig abging, also dass sie das gar nicht angezweifelt haben, dass da jemand einen altgälischen Text gefälscht hat und das erst viel, viel später rauskam. Überraschend fand ich, dass zum Beispiel Goethe so gar keine Nordenfaszination hatte, der dann meinte, nee, warum sollte ich im Norden das suchen, was ich schon bei den Griechen und bei den Römern finde? Was kann da schon besser sein? Andere Dichter wiederum wie Herder oder Schlegel, die haben sich dem ein bisschen mehr angepasst und haben da ein bisschen mehr Interesse dran gefunden. Also finde ich spannend, wie der Norden quasi auch auf Deutschland die deutsche Dichtung gewirkt hat. Da ist das Buch auch sehr erhellend.
Hello! Heute ist der 20. August und ich begrüße euch zu einem neuen Vlog-Teil. Ihr seht mich mal wieder in etwas vertrauterer Umgebung aus meinen älteren Videos vor April 2020, da ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch bin. Ich hüte so ein bisschen das Haus. Ich bin eigentlich rausgefahren, um den Garten und den Rasen zu sprengen, aber es hatte den Tag vorher eigentlich genügend geregnet, sodass das gar nicht mehr notwendig war. Aber im Endeffekt kann man die Reise an den Stadtrand ja auch so ein bisschen mit Entspannung und Ähnlichem dann auch verbringen. Das heißt, ich habe mich auch ein bisschen im Garten aufgehalten. Ich habe nochmal eine schöne, lange Radtour gemacht und habe dann abends ganz gemütlich, entspannt zu einem leckeren Essen, habe noch Animes geschaut und dann relativ viel gelesen. Also das hat sich dadurch eigentlich ganz gut ergeben, dass man mal raus war aus dem Stadttrubel und so ein bisschen ja, zur Ruhe kommen konnte. Meine letzten Tage waren unglaublich schön. Neben den Arbeitstagen habe ich es geschafft, zum Beispiel mal ins Strandbad Wannsee zu gehen. Das war auch eine Sache, die ich schon ewig auf meiner Liste habe, was Berlin-Entdecken-Momente so angeht. Und zwar war ich da mit Denise von Kulturrausch und Helena, ursprünglich Vermis Librorum, mittlerweile heißt sie auf Instagram aber Geschichten in Geschichten. Und es war wirklich ein unglaublich schönes Treffen. Für mich war es einfach nochmal besonders highlightig, weil ich die beiden endlich mal zusammengetroffen habe. Und weil ich das Gefühl habe, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit am Wasser oder am Meer oder irgendwo verbringen. Deswegen war das für mich so einer dieser Punkte, die unbedingt hätten sein müssen, noch im Sommer erledigt zu werden, einmal baden gehen. Da kann man jetzt ein Häkchen dran setzen und das war einfach auch ein richtig schöner Nachmittag. Es hat Spaß gemacht, überhaupt mal dort zu sein und es war jetzt gerade durch Corona-Zeiten so unfassbar leer, dass man halt auch wirklich viel Platz für sich hatte, wirklich entspannen konnte. Man hatte nicht gleich den Kontakt zum nächsten Menschen, sondern man konnte da in seinem Strandkörbchen verweilen und einfach ein bisschen entspannen. Und ich glaube, so krass, wie ich an dem Tag entspannt habe, habe ich in meinem ganzen Urlaub nicht entspannt. Das war einfach richtig schön. Den gestrigen Tag habe ich auch mit meiner besten Freundin verbracht, die ich schon seit über 20 Jahren mittlerweile kenne. Wir wollten eigentlich ganz gemütlich in ein veganes Café in der Lehrter Straße in Moabit gehen. Das hat allerdings den Nachteil, dass man hätte draußen sitzen müssen und ihr wisst wahrscheinlich, dass August einer der schlimmsten Zeiten ist, was Wespen angeht. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, gestern direkt einen Wespenstich abzubekommen, unabsichtlich. Ich habe die Wespe nicht provoziert, sie hat versucht, in mein Hosenbein zu krabbeln und dann hat sie getan, was sie tut. Ich war so ein bisschen semi-begeistert. Wir haben uns dann auf jeden Fall ein Eis genommen und sind durch die Stadt geschlendert. Das war ein bisschen angenehmer, als weiter bei den Wespen zu bleiben. Ich hatte auch das Gefühl, dass in den letzten Wochen und in den letzten Tagen vor allem auch eine richtige Lesewut bei mir ausgebrochen ist. Also ich habe versucht, wirklich in fast jeder freien Minute irgendwie auch mich mit dem Lesen zu beschäftigen. Ihr habt ja auch in meinem vergangenen Vlog-Teil schon gesehen, was ich alles angefangen habe zu lesen. Also zum Beispiel etwas über die Kulturgeschichte des Nordens oder die Science-Fiction-Sammlung eines Autoren, der selber trans ist und diese Transidentitäten eben auch in seine zukünftigen Settings mit hineinsetzt. Darüber werde ich sicher in meinem Lesemonat noch ausführlicher sprechen. Auf jeden Fall haben mich beide Bücher unglaublich begeistert. Aktuell habe ich mich so richtig ins Manga-Lesen vertieft. Ich hatte, glaube ich, in meinem ersten Vlog-Teil davon gesprochen, dass ich Magical Girl Side Sept den ersten Teil gelesen habe und ich habe mittlerweile auch den zweiten Teil beendet und damit ist dieses Spin-off auch erst einmal beendet. Ich hatte das Gefühl, dass im zweiten Teil einfach alles, was man aus dem ersten Teil kannte, nochmal krasser dramatisiert wurde. Es wurde nochmal viel mehr an Brutalität und Gewalt gezeigt und eigentlich zeigte sich, dass diese Magical Girl Side nichts Positives für die Mädchen ist. Also auch wenn sie Leid erfahren haben und sich dann irgendwie rächen können, führt meistens der Besitz der Waffe, die sie da bekommen, dazu, dass ihr Leben vollständig den Bach runtergeht. Und das möchten sie eigentlich gar nicht. Also professionelle Hilfe und anderweitiges hätte definitiv mehr helfen können, aber nein. Es war auf jeden Fall eine ziemlich dramatische, kurze Reihe. Ich weiß noch nicht, ob ich in die Hauptreihe mal reinlesen möchte, aber falls mich da nochmal was interessiert, werde ich euch sicher davon berichten. Ich werde heute noch einen anderen Manga lesen, und zwar den siebten Teil von Komikan Communicate. Wie ihr seht, sind wir mittlerweile im Winter angekommen. Da ich keine Jahreszeitenleserin bin, ist mir das relativ egal, ob die Geschichten, die ich lese, irgendwie im Winter, im Sommer oder irgendwo spielen. Für mich ist das wirklich relativ bedeutungslos. Ich möchte einfach Freude haben an den Geschichten, die ich lese, und ich bin mal gespannt, wie dieser Winter in einem Slice-of-Life-Manga funktioniert und wie viele Freunde Komi am Ende dieses Bandes dann generiert hat. Außerdem habe ich wirklich in einem Rutsch am gestrigen Tage von Jung-Ha Kim Aufzeichnungen eines Serienmörders gelesen, einem Buch aus dem Kass Verlag, das sich so ziemlich zum Bestseller gemausert hat. Wenn ihr meinen Vlog seht, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon meine Rezension dazu gesehen, und das Besondere an diesem Buch ist, dass das meine erste bezahlte Kooperation mit einem Verlag ist. Ich hoffe, ich habe das in meinem Rezensionsvideo ganz deutlich gekennzeichnet für euch. Ihr wisst,
Auch bei Rezensionsexemplaren ist meine Meinung immer ehrlich. Ich möchte das nur noch mal hervorheben. Für mich verändert sich dadurch nichts, dass ich ein Buch kostenlos bekomme oder für das Video sogar dafür zahlt werde. Wenn mein Buch nicht gefällt, dann werdet ihr das ungeschönt von mir erfahren. Und wenn es mir aber gefällt, dann natürlich wird ein Buch auch mit Lob versehen. Und ich kann euch nur eins sagen, ich war von dem Buch sehr, sehr positiv überrascht. Und ich denke, ihr werdet das ja in der Rezension schon gesehen haben. Da werde ich das genauer ausgeführt haben. Ich weiß, dass ich sprachlich nicht zu 100% davon begeistert war, aber die Art, wie es erzählt wurde, also in diesem kleinen tagebuchartigen Häppchen und dass man einem Serienmörder folgt in seinen 70ern, der gerade an Demenz leidet und der dann zu einem unzuverlässigen Erzähler wird, das hat mich sehr begeistert. Also ich hoffe, ich habe das in meiner Rezension noch ein bisschen besser formuliert und habe da noch ein paar mehr Gedanken reingesteckt. Jedenfalls ist jetzt der Eindruck vom gestrigen Tage ein durch und durch positiver. Im Juli hatte ich so eine kleine Hörbuchflaute, was ich ein bisschen schade fand, weil Hörbuchhören ist sowas, das ich gern mehr in meinen Alltag integrieren wollte. Aber ich habe durch Zufall in meinem Urlaub mehrere Interviews mit David Nathan gesehen und fand ihn ja auch unglaublich sympathisch. Und was ich nicht wusste, ist, dass David Nathan ja Berliner ist. Und durch Zufall hat er in einem der Video-Interviews verlauten lassen, dass er gerade einen Band der Gerion-Rath-Reihe von Volker Kutscher eingesprochen hat. Und da dachte ich, okay, ich hatte auch schon immer mal Lust, in diese Reihe reinzulesen, reinzuhören und auch Babylon Berlin im Endeffekt zu schauen. Und habe es einfach mal probiert und habe mir deshalb Volker Kutschers Der nasse Fisch angehört. Habe ich auch relativ schnell gehört, weil man bei so einem plotgetriebenen Buch ja doch relativ gut bei der Sache bleibt. Ich muss sagen, vom Stil her, von der Sprache, von den ganzen Polizeiklischees, die es so gibt, war es absolut nicht mein Fall, aber ich höre einfach David Nathan gerne zu, wie er Geschichten erzählt. Ich mochte Gerion Rath als Figur nicht unbedingt. Er ist halt wirklich so ein Typ, der sehr egoistisch ist, der so auf seine Männlichkeit beharrt, der halt so der total taffe Bulle sein möchte, der seine harte Vergangenheit vergessen möchte und der natürlich unglaublich auf alle Frauen wirkt und dann aber doch nur die eine für sich gewinnen möchte. Also es hat richtig heftig viele Polizeiklischees drin, die man so kennt aus anderen Krimireihen. Nichtsdestotrotz finde ich das Berlin-Setting extrem gut umgesetzt. Gerion Rath wohnt nämlich am Anfang in Charlottenburg in der Nürnberger Straße und das ist eine Ecke, in der ich mich sehr gut auskenne. Außerdem hat dieser erste Fall, den er bearbeitet, mit dem russischen Berlin zu tun, also wie quasi auch Charlottengrad aussieht, wie es zu der Zeit bezeichnet wird. Und das war total großartig. Also ich finde auch David Nathan hat dieses Setting an sich richtig gut begriffen und gut rübergebracht von der Atmosphäre. Auch der Kriminalfall ist jetzt gar nicht unspannend, aber ich denke, es reicht mir auch nach einem Band mit dieser Reihe, um einen Eindruck gewonnen zu haben. Wie gesagt, fürs Berlin-Feeling hat es viel getan. Es ist halt auch unfassbar sexlastig. Es geht schon am Anfang darum, dass ein Pornoring ausgehebelt werden muss. Es geht in diverse Nachtclubs, wo oben ohne getanzt wird. Und ich weiß nicht, wie oft in Bezug auf Gerion Rath das Wort Erektion vorkommt. Ich schätze, der Mann konnte während des halben Buches nicht ordentlich laufen, weil er da ständig Probleme in seiner Unterhose hatte. Und das auf allermerkwürdigste Arten und Weisen. Ich bin mir nicht sicher, was der Autor damit bezwecken wollte, aber es hat mich jetzt nicht so sehr gestört, es hat mich mehr belustigt, vor allem wenn man das immer so prominent dann vorgelesen bekommt. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein absolut schlechter Eindruck, den dieses Hörbuch oder dieses Buch an sich bei mir hinterlassen hat, aber es reicht mir tatsächlich nach einem Band damit. Ich weiß gar nicht, ob euch so ein bisschen Booktube-Alltag interessiert, aber ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, bevor ich ein Skript schreibe für einen Roman. Und zwar habe ich ja gerade das Buch hier gelesen und habe euch auch im letzten Blogteil ein bisschen dazu erzählt, dass ich dazu eine bezahlte Kooperation habe. Und direkt nachdem ich das Buch ausgelesen hatte, habe ich mir wie so eine Art Mindmap hier gezeichnet. Tut mir leid, dass meine Schrift nicht so die schönste ist, aber das sind halt erstmal so die ersten hingeklärten und geordneten Informationen. Sowas mache ich eigentlich bei fast jedem Buch, was ich lese. Manchmal sieht es auch einfach nur aus wie eine Liste oder es ist einfach eine Aneinanderreihung von Stichpunkten, aber hier habe ich es tatsächlich schon so ein bisschen am Anfang aufgesplittet nach Erzählweisen, großen Themen, die vorkommen, natürlich so allgemeine Informationen und hier drüben dann auch der Form und der Sprache und sowas und was für andere Themen oder Intertexte vorkommen, woran mich der Roman erinnert und sowas. Also, das sind für mich erstmal so hilfreiche Informationen, damit ich dann auch mein Skript darüber schreiben kann. Und dann habe ich jetzt hier ganz einfach in einem Word-Dokument mein Skript dazu geschrieben. Habe das ein bisschen geordnet, in der Art und Weise, wie ich es dann auch für das Video in der Art vortragen möchte, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe hier so anderthalb Seiten und die spreche ich ein paar Mal durch. Und dann nehme ich das als Video auf und schaue dann natürlich immer mal wieder auf mein Skript, damit ich auch nichts vergesse. Also mir ist es nicht wichtig, dass ich immer eins zu eins jeden Punkt hier abhake. Manchmal geraten einfach auch ein paar Sachen durcheinander oder man improvisiert ja dann doch mal ein bisschen. Aber für mich ist es ganz wichtig, so ein Skript zu haben. Andere können das vielleicht ein bisschen locker, leichter, aber ich möchte einfach nichts vergessen und deswegen gibt es meistens wie so eine Art hier Vorform, wie ihr sie hier gesehen habt,
und dann halt die spätere Form im Skript. Und deswegen habe ich im Übrigen auch in meinen Büchern hier diese ganzen Klebchen und Notizen drin, weil diese Notizen helfen mir, das zu machen und das hilft mir, das da am Ende zu machen, damit es auch ein schönes, stimmiges Video wird. Mann, Mann, das sind ganz schön viele Zwischenschritte, kann das sein? Hello, heute ist der 26. August und ich dachte, ich drehe nochmal einen Abschluss für meinen August-Vlog. Der August kommt mir jetzt schon so unfassbar lang vor. Ich glaube aber auch, weil ich es geschafft habe, diesen Monat so unglaublich viel zu lesen, dass es mich immer noch verwirrt, dass wir noch fast eine Woche vor uns haben, bevor der neue Monat losgeht und auch ganz, ganz viele großartige Dinge anstehen. Nachdem die letzten Wochen ja noch ein bisschen heißer waren, ist es in Berlin Gott sei Dank abgekühlt. Ich schätze mal, ihr hört auch im Hintergrund so ein bisschen das Regenrauschen. Ich finde das gerade so unglaublich schön, mich hier einfach in meinem Zimmer aufzuhalten, zu wissen, wenn ich nachher rausgehe zur Arbeit, dann mache ich das mit einem Regenschirm, aber ansonsten kann ich mich hier ganz gemütlich einkuscheln, kann was lesen, das ist für mich so ein bisschen die perfekte Atmosphäre, also viel besser als ganz, ganz krasser Sonnenschein und krasse Hitze, bei der man sich dann fühlt, als würde man sich einfach nur noch verflüssigen ab irgendeinem Zustand und diverse Transpirationsmuster auf seinen T-Shirts und andere Kleidung hinterlassen. Bei mir hat sich Arbeit auch wieder so gefühlt komplett normalisiert. Also ich glaube, aus der Kurzarbeit bin ich fast wieder raus und ich bin auch wirklich wieder meine 4 Tage die Woche arbeiten, was mir unglaublich viel Struktur gibt. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Vlog-Teil oder in einem anderen Vlog generell erwähnt, dass ich es großartig finde und auch meine Freizeit sehr viel mehr wertschätze, wenn ich dann auch weiß, ich habe auch gearbeitet, ich habe mein Geld verdient, ich habe etwas dafür getan, dass ich quasi Geld bekomme und mein Lebensunterhalt verdiene und sowas. Und wenn ich dann nebenbei meinen Hobbys noch nachgehen kann, ist das auch ganz großartig, weshalb ich auch ganz, ganz große Freunde dieser 30-Stunden-Woche bin, die ich so habe. Aktuell sind es natürlich noch ein bisschen weniger Stunden, aber so langsam pendelt sich das ja auch wieder ein. Literarisch bewege ich mich gerade so ein bisschen in spekulative und fantastische Richtung. Da wollte ich euch auch mal updaten. Und zwar habe ich auch endlich mal eines der großen Werke begonnen, der chinesischen Science-Fiction-Literatur, mit dem der Hype auch irgendwie so losging um das Ganze. Und zwar geht es um die 3 Sonnen von Liao Cixin. Ich bin absolut begeistert von diesem Werk. Bin gerade so ein bisschen am Hadern, ob ich das dann weiterlesen möchte. Einfach, weil ich jetzt schon merke, auf Seite 340, das wird einfach ein gigantisches Ding. Also jetzt weiß man schon einfach zu viel. Man fragt sich aber auch gleichzeitig, was wird daraus noch? Was bringt diese Zivilisation noch hervor? Was hat es mit diesem Spiel, diesem Drei-Körper-Problem auf sich, was da drin enthalten ist? Ich bin absolut begeistert und ich lese das vor allem, weil am 19. September eine Veranstaltung vom Kapselmagazin ist. Das ist ein Berliner Magazin, das sich mit chinesischer Science-Fiction auseinandersetzt. Und ich dachte mir, ich kann nicht zu dieser Veranstaltung ohne eins der zentralen Werke dieser ganzen Bewegung irgendwie gelesen zu haben. Und jetzt bin ich wirklich ganz stolz auf mich, dass ich das endlich angegangen habe. Und ich hätte nie gedacht, dass Science-Fiction mich dieses Jahr so unglaublich einfängt und dass auch fantastische Werke, Genre, Literatur, Mangas dieses Jahr so ganz mein Ding werden. Aber ich bin sehr, sehr froh über diese Entwicklung, weil ich das Gefühl hatte, dass es mir in der Booktube-Zeit so ein bisschen abhanden gekommen. Nichtsdestotrotz werdet ihr einen riesigen Teil an Klassikern und Gegenwartsliteratur bei mir nach wie vor sehen. Ich habe das Gefühl, ich will einfach dieses Jahr sehr viel ausprobieren, sowohl in meinem eigenen Leben als auch im Lesen generell. Und das tut mir auch irgendwie gut zu entdecken, ich bin nicht nur Klassiker, ich bin nicht nur Gegenwartsliteratur, sondern ich mag es, meinen Lesehorizont in alle Richtungen zu erweitern, auch vor allem ostasiatische Literatur noch mehr zu entdecken. Da habe ich auch noch tausende Sachen auf der Wunschliste. Jetzt mal unabhängig davon, ob es Genre-Literatur ist oder nicht, ob es Klassiker sind oder nicht. Irgendwie möchte man sich in so viele Richtungen weiterentwickeln und weiterbilden. Ja, da kommt man eigentlich kaum hinterher, aber ihr werdet ja meine vielfältigen Interessengebiete der Literatur hier mitverfolgen können und ich hoffe, da ist auch für euch noch was mit dabei. Irgendwie entwickelt sich dieses chaotische Jahr gerade zu etwas ziemlich Positivem und ziemlich Gutem. Ich hatte die letzten Wochen auch unglaublich schöne Treffen mit verschiedensten Menschen. Ich habe euch ja immer mal ein bisschen davon erzählt. Es folgen auch noch ganz viele tolle Sachen. Deswegen bin ich eigentlich in großer Vorfreude jetzt so auf die Spätsommerzeit, die Herbstzeit, die dann auch kommt. Gemütlichere Lesestunden, etwas gediegeneres Wetter. Ich glaube, das passt den meisten von euch wahrscheinlich auch etwas besser als diese unbändige Hitze mit 35 Grad oder mehr. Ich glaube, an der Stelle werde ich meinen Vlog auch abschließen. Wir sehen uns ja gewiss im September wieder. Mal schauen, wann ich dann zum Drehen komme. Und es ist einfach ein durch und durch positiver Monat für mich gewesen. Und ja, ich wollte es einfach nochmal mit euch teilen und hoffe, euch machen die Vlogs weiterhin Spaß. Ihr wisst, was ich sonst in meiner Freizeit tue. Das erwähne ich jetzt nicht nochmal. Hust, hust. Nein, ich breche heute noch zur Arbeit auf und ja, freue mich auch auf den Austausch mit den Kollegen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Vlog oder im nächsten Video wieder. Tschüss.